Datenschutz ist Täterschutz, ist eine katastrophale These. Sie ist nicht völlig falsch und deswegen so schlimm. Warum ist sie nicht völlig falsch? Datenschutz schützt alle Menschen gleichermaßen. Also genauso Täter wie Opfer und alle anderen dazwischen auch. Ich glaube, Datenschutz ist eigentlich die Übersetzung von einer Art Menschenrecht, nämlich Privatsphäre zu wahren. Wenn man sich aber nur eine Gruppe rausnimmt, Datenschutz ist Täterschutz und nicht berücksichtigt, dass Datenschutz für alle gilt, dann möchte man den Datenschutz sehr ungerecht bekämpfen. Und das halte ich für falsch, und zwar aus sehr vielen Gründen, die alle mit Rechtsstaat, mit Demokratie, mit Privatsphäre und mit Zivilisation zu tun haben.